Servus und zurück zu The Last Guardian. So, jetzt sind wir endlich mal hier hoch. Tyrico oder Trico, nennt er wie ihr wollt, der hört jetzt schon langsam besser, wenn ich irgendwas sage. Jetzt müssen wir aber irgendwas mit diesen Spiegeln machen, weil ich glaube, der hasst die Spiegel und der geht dann wahrscheinlich dann nicht durch. Was können wir jetzt da machen? Der mag da nicht durch. Okay, Rätsel. Was ist los? Hast du Angst? Er war auffällig gearbeitet, geformt wie ein Auge. Das Tier schien davon wie gebannt zu sein. Und gleichzeitig entsetzt. Okay, da geht er nicht durch. Kletterpunkte gibt's hier nicht. Kann ich da irgendwas machen? Der wird mir hier nicht hochkommen oder nicht lang gehen. Okay. Da ist eine Klappe im Boden. Oder wenn wir nicht durchkommen oder nicht reinkommen. Wir bräuchten das Rad anscheinend irgendwie. Oder? Aber wie kriegen wir das hier hoch? Kann ich hier irgendwas machen? Warte mal, ich kann es ja mal probieren. Nee. Eieiei. Ich muss es irgendwie hochklappen von der anderen Seite. Irgend so eine Art Tor hier. Aber wie? Gute Frage. Kann ich hier irgendwo hochklettern? Nee, kann ich nicht hochklettern. Ist auch nichts. Ich muss. Warte mal, ich gehe jetzt mal auf den drauf. Na, geh halt darüber, Mensch. Boah, ist umständlich. Ich muss irgendwie da hoch. Da sind Kletterpunkte. Ist hier vielleicht irgendwie was? Da ist ein Kletterpunkt. Das bringt mir eigentlich nichts. Kannst du ja drüber springen. Nee, hochspringen einfach. Nee, kein Plan, was ich hier machen muss. Was ist denn das hier? Was leuchtet denn hier so? Greifen. Ah, vielleicht kann ich das in den Spiegel reinschmeißen. Dass das kaputt geht. Da muss man erstmal drauf kommen. Das habe ich bloß durch Zufall jetzt gesehen. Aber ich denke mal, das könnte funktionieren. Alles klar. Alles klar. Dann haben wir wieder mal 5 Minuten verschissen für das Rätsel. Okay, jetzt bist du zufrieden, oder? Ist jetzt besser? So, jetzt
Jetzt kannst du auch da durchgehen. Jetzt passiert ja nichts mehr. So, gehen wir da hoch. Ah, look. Und spring. Und komm. Alles klar. Na los. Geh halt selber, wenn du nicht magst. Die wird er wahrscheinlich überhaupt nicht mögen. Okay. Verstehe schon. Mit bloß mal schauen. Hier ist, okay, hier ist so eine Vase. Aufheben. Das mag er nicht. Okay. Okay, das kann ich aber nicht kaputt machen. Das werde ich nicht kaputt machen können. Okay, komm klar. Greifen. Muss ich das vielleicht... Ah, okay. Das kann man vielleicht da runterschieben da hinten. Oh! What the fuck? What the fuck? Okay, Toriko, komm her. Toriko! Mag's nicht. Komm ja auch nicht mehr hoch. Könnte, aber da glaube ich, wäre ich nicht, wenn ich sterbe, Leute. Seht's mir jetzt nach, ich muss jetzt erstmal schauen, wie das hier funktioniert und vor allem, wie das mit dem Tyrik, mit dem die wieder funktioniert. Da komme ich doch niemals rüber. Leute, egal, ich probiere es einfach mal. Vielleicht passiert irgendwas Ungewöhnliches. Einfach mal probieren und dann sehe ich schon, ob ich da rüberkomme. Scheißegal. Okay, geht nicht. Funktioniert nisch. Okay, die Rätsel sind auf jeden Fall cool gemacht. Das kann ich aber doch nur in diese Richtung runterschieben, oder? Oder kann ich den Spiegel drehen, oder was? Ich kann ja aber hier gar nicht mehr hochklettern. Greifen. Oh nein, das kann ich bloß da hinten lang schieben. Okay, hier geht's bloß runter. Damit ich irgendwie da hochkomme wieder. Oh Gott. Jetzt
gehe nochmal hier rauf und rufe mal von hier hinten. Nee, der kommt nicht. Da wäre schon noch so ein Ding. Kann ich mich da vielleicht runterhangeln? Ich schau mal. Vielleicht muss ich mich hier runterhangeln oder sowas. Nee, geht nicht. Ich komme ja auch nie mehr hoch hier. Was ist denn jetzt hier los? Kommen wir da niemals rüber. Geht doch gar nicht. Ja, die Tür. Kurz überlegen. Leute, ich habe keinen Plan. Komm ich da jetzt rüber oder nicht? Nein, ich komme da nicht rüber. Warum springt der denn jetzt nur vorher nicht? Die ganze Zeit gebe ich die Befehle, aber er springt nicht. Okay, das Ganze nochmal. Okay, Theorico. Yeti. Okay.
Ist irgendwie den blöden Schwanz darauf, denke ich mir. Okay, ich spring jetzt mal. What the fuck? Dankeschön. Aufheben. Ah, okay. Ich glaube mal, dass ich das Ding da kaputt machen muss, da oben. Also noch so ein Scheiß. Ah, das kann er ja gar nicht kaputt machen. Der kann es aber auch nicht brauchen, gell? Oh mein Gott. Okay, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich muss das Ding da runterschieben, wo ich weiß nicht, wie ich dann wieder wegkommen soll. Ah, da hinten vielleicht auf das Steingefäß. Okay. Das mag er nämlich nicht. Ich schieb das nur mal kurz an, nur dass es rollt. Okay, irgendwie gleich mal hier hoch, indem er die ganze Brücke mit wegreißt. Komm her! Komm, stopp mich! Nimm mich damit, Mensch! Fuck, das war's, glaube ich. What the fuck? Boah. What the fuck? Ja, ich mach doch schon. Komm, Baby, komm, Baby. Zieh! Schnapp's dir! Okay, hier ist keine Brücke mehr vorhanden. Komplett weg. Okay, sehr gut. So, dann würde ich sagen... Ich sage, geh mal da lang. Na komm.
gehen wir hier lang. Wenn du nicht magst, gehe ich schon mal vor, dann kommst du hinterher. Das war jetzt mal nicht schlecht. Moment, vielleicht finden wir irgendwie ein schönes Fresschen für dich. So. Sorry, Girl! Der geht aber wieder nicht weiter. What the fuck? Jericho! Mach du mal. Ich geh mal hier durch. Kommen die jetzt oder nicht? Kann ich die locken irgendwie? Boah, die schießen ja. Treffen die mich hier um? Ja, komm, was muss ich jetzt hier machen, Mensch? Hau die doch mal kaputt, Mensch! Der ist irgendwie kampfunfähig oder sowas. Das habe ich auch schon gemerkt. Aber was? Was ist jetzt mit den Symbolen da? Kein Plan, was mir das tut. Ich werde jetzt einfach trotzdem mal hier durchrennen. Nichts tun. Kommt aber auch ein Jungs so hoch, gell? Das meine ich mal, lassen wir mal voll mit dem Zeug hier voll ballern, was dann passiert. Hier anscheinend. Wollen wir das von da oben angucken? Hier ist auf jeden Fall schon mal safe. Ich glaube, ich kann nämlich da hoch und dann. Ah, check. Oder? Kann ich da doch nicht hoch? Also muss ich das hin und her pendeln, oder was?
Ah ne, hier kann man hoch, okay. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal so ein Fass. Hier ist so ein Fass. Okay. Was kann ich mit dem Fass machen? Kann ich da draufschmeißen auf die Deppen? Wieder hoch. Okay, das Ding kann man aber normalerweise schieben. Probier's einfach mal. Atimeti Sisi, Akianeki, Yehuchi, Yetizi. Greifen. Atimeti Samazi, Oizi, Inuizi, Onizi. Dieser andere hat Oizi. Das Ding nämlich hier durchschieben. Den Scheiß da. So, und jetzt spielen wir Fußball, würde ich sagen. Eine Backpfeife. Zack. Ging doch. Ja, ich komme schon. So, Leute. Dann würde ich sagen, ich lasse ihn jetzt fressen, aber das braucht ihr ja nicht sehen jetzt. War ein echt spannender Part. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao, euer Andi.